Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit meinem Let's Play. Ja, zu Warzone 2100. Nach einem Monat und 2 Wochen bald wieder. ja, lass mich erstmal zum Anfang mal was sagen. Und zwar die Pause, die ich gemacht habe, ist leider tatsächlich, hat sich die ein bisschen länger gezogen. Es ist einfach, ja. Zum einen hatte ich, tatsächlich war bei mir die Luft raus mit YouTube. Zum anderen ist in der einen Woche ist die Krankheit dazwischen gekommen. In der anderen Woche ja, ist privat was dazwischen gekommen und in der anderen Woche dann wieder was privat und dann hat so eine Aufnahmequalität erwischt. Das heißt, ich musste meinen Audiotreiber neu installieren. Meine Güte, Freunde, ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden, was YouTube angeht. Genau, ich glaube, es hilft jetzt nicht, da zu lamentieren. Ich bin wieder da, tatsächlich. Diese Woche tatsächlich erstmal nur mit Warzone, um ein bisschen so wieder reinzufinden in das YouTuber-Dasein. Und ab nächster Woche gibt es dann wieder die volle Ladung Projekte. Aber ich wollte einfach mal Warzone weiterspielen. Und genau, jetzt muss ich mich erstmal wieder hereinfinden. Wir waren, glaube ich, in dieser Mission, Konstruktion abgeschlossen. wo ihr gesagt habt, Produktion so von abgeschlossen. wegen, also ihr hattet einen Produktion Kommentar abgeschlossen. tatsächlich dagelassen, dass, wie die Mission hier zu verstehen ist, weil ich glaube, diese Mission war sehr, sehr schwierig, beziehungsweise nicht, wenn man den Weg weiß. Energieressource. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir hier, Produktion Moment, abgeschlossen. warum produziert ihr nichts? So, Produktion abgeschlossen. dass wir hier ganz schöne Probleme hatten Produktion mit der abgeschlossen. Mission, weil der Timer halt immer zu viel war, ne? Beziehungsweise genau, hier diese Mission war das noch. Wir müssen hier in die Mitte. Siehst du, da oben blinkt ein roter Punkt. Und da müssen wir direkt hinfahren, tatsächlich direkt in die Mitte fahren. Weil dann können wir das Artefakt wohl irgendwie noch abfangen. Verstärkungen sind verfügbar. Einheit Meine dort Güte. angegriffen. So, dann machen wir jetzt mal hier die Einheit dort Verstärkungen. angegriffen. So, die schicken wir direkt wieder los hier. So. Und am besten direkt weiterfahren. Scavenger-Basis entdeckt. Weil, Einheit dort wir müssen angegriffen. tatsächlich hier oben hin. Da, wo der Punkt ist. Ist es doch logisch, oder? Wir Einheit dort müssen angegriffen. einfach hier durchfahren. Und die Scavenger, die können wir. Ah, shit. Ah, nein, falsch. Oh Gott, ja. Falsch rumgefahren. Ja, das kann. Scavenger-Basis entdeckt. Einheit dort angegriffen. Das kommt dann davon, wenn man, ja. So lange Einheit dort pausiert, nicht wahr? angegriffen. Das kommt wirklich davon, wenn man so lange pausiert. So, hier, Freunde. Wir sind jetzt nämlich direkt hier und haben. Einheit dort Seht ihr das? Da angegriffen. sind die Einheiten mit dem Artefakt. Aber ich befürchte, dass wir das jetzt hier verkackt haben, dass wir das jetzt nochmal machen müssen. Ei, 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 ei. Wegen dem Einheit dort blöden Scavengern angegriffen. hier. Okay. okay, ihr seht, die setzen sich in Bewegung. Aber ich befürchte, dass wir das jetzt tatsächlich nochmal laden müssen. einfach weil die sich gleich in Bewegung setzen und wir die dann nicht mehr kriegen. Das heißt, hier müssen wir die abfangen mit dem Zeug, also mit dem Artefakt. Einheit dort Und angegriffen. ja, meine Güte, warum sind denn hier so viele Scavenger auf einmal? Da ist schon wieder die Hälfte meiner Armee weg, das ist ja wirklich wahr. Verdammte Kacke! Lass mich doch mal in Ruhe hier. Das Ja. New Paradigm. Genau, wenn diese Cutscene kommt, dann fahren die los. Ich muss jetzt gucken, Einheit ob wir die dort noch abgefangen angegriffen. kriegen hier. So, sind die schon hochgefahren? Oder sind die noch hier? Shit, ich glaube, die sind schon weg, oder? Einheit dort angegriffen. Ah, ne, da sind sie. Aha, da sind sie. Ja. Na, ganz Einheit toll. dort angegriffen. Das sind dann auch noch natürlich so richtig schwere Einheiten, ne? Einheit dort angegriffen. Na los, mach die kaputt! Aua! Verdammt! Einheit dort Ja, das angegriffen. wird nichts mehr. Seht's mir nach, es ist mein erster Versuch Einheit wieder. dort angegriffen. Ah, da kommen die nächsten. Okay. Einheit dort Kriegt ihr die angegriffen. jetzt noch, oder? Wo fahren die überhaupt hin? Ich hatte gedacht, dass die hier hochfahren. Aber dem ist tatsächlich nicht Einheit so. Okay, dort angegriffen. interessant. Ah, doch, die fahren nach da hinten.
Ich hoffe, dass das die Einheit ist mit dem Artefakt drin. Meine Güte, mach mal ein bisschen... verfolgen. Verdammt, ist es nicht die Einheit. Okay, das können wir nochmal laden. Gut, so, jetzt haben wir uns... Jetzt haben wir uns einmal zurechtgefunden und jetzt müssen wir direkt mal die richtigen Einheiten hier mitnehmen. Oh, wartet mal. Produktion abgeschlossen. Das sind 12. Wir brauchen aber nur 10. Produktion abgeschlossen. Genau, einmal hier rein, bitte. Einmal schön die Spielgeschwindigkeit hoch. Und dann können wir das eigentlich so belassen. Produktion abgeschlossen. Hm? So, dann kann der nämlich jetzt los. Produktion abgeschlossen. So. Und dann die Spielgeschwindigkeit nochmal ein bisschen runter machen. Das ist aber zu langsam. So, und dann kann es losgehen. Genau, Freunde. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier. Bei Warzone 2100. Direkt die Verstärkung nachschicken. Das nicht vergessen. Tatsächlich. So. Wie gesagt, freut mich auch mal nach mehr als einem Monat wieder hier mit euch da zusammen aufzunehmen. Ja, ich hoffe, ich fahre jetzt richtig, aber es könnte gut sein, dass es klappt hier. So. Ja. Seht ihr das? Jetzt haben wir schon mehr Einheiten. Und jetzt kriegen wir die hoffentlich auch kaputt hier. Die Spackos da. Einfach immer schön hin und her fahren. Ich habe jetzt tatsächlich auch privat länger kein Warzone mehr gespielt. Liegt einfach daran, weil, so, da sind unsere Verstärkungen wieder. Weil ein neues, ja, sollen wir sagen, Add-on für Command & Conquer rausgekommen ist? Nee, es ist einfach eine Mod, glaube ich. Was ich auch spielen werde in naher Zukunft, denke ich mal. Und zwar Red Alert, Combined Arms. Ja, also. So, die sind kaputt, aber das ist schon mal gut. Beziehungsweise, wir haben hier ordentlichen Schaden gemacht. Genau, Command & Conquer, Red Alert... Nee, nicht Red Alert. Das heißt einfach Combined Arms. Und ja, es ist so eine Kombination von allen Fraktionen. Und das kommt mir sehr interessant vor. So, so viele Scavenger hier. Das ist ja wohl... Wo kommen die auf einmal alle her? Alle aus ihren Löchern da. So, aber das müsste jetzt passen. So, das müsste jetzt passen und nicht die Verstärkung vergessen. Ja, ganz wichtig, so. So, die müssten doch jetzt hier... Da! Ganz genau, so. Das ist hier ein bisschen zu viel Beschuss hier. Ah, nicht getroffen! Warum das denn nicht? Ah, seht ihr das? Da ist das Artefakt. Guckt mal. Da ist das Artefakt. Okay, das speichere ich direkt mal. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben das Artefakt gesammelt. Das gibt's ja nicht. So. Und, ja, jetzt müssen wir einfach alles platt machen hier. Okay, wir müssen aber auch noch ein paar Sekunden überleben, ne? Bis die Verstärkungen kommen. Scavenger. So, ja, jetzt. Aber. Jetzt ist das relativ easy. Weil. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, um die Map zu säubern. Ja, vielen Dank für den Tipp. Ich muss nochmal gucken, wer das geschrieben hat. Wartet mal, oder? Ich gucke das mal gerade nach hier. Ach, wir werden da oben wieder angegriffen, aber das ist egal eigentlich. Lasst mich mal kurz gucken. Wer diesen geilen Kommentar geschrieben hat. Einheit wird angegriffen. So. Ah, Mr. Retro Gamer war's. Vielen Dank, das ist auch ein neuer Zuschauer. Sei herzlich gegrüßt, auch an dieser Stelle. Ja. Freut mich ehrlich, dass du mir diesen Tipp hier gegeben hast, weil sonst hätte ich noch Ewigkeiten gesucht. Genau. Und, das macht doch mal diese blöden Einheiten hier weg.
So. Da kommen immer Einheiten. Es ist unglaublich. So, wir haben weitere Verstärkungstruppen zur Verfügung. Das heißt, wir holen uns neue. Ein paar Heiler noch dazu. Das passt eigentlich immer ganz gut. So, ihr seid bitte alle bei Team 1 und wir haben noch keinen Heiler. Doch, einen Heiler haben wir dabei, oder? Oder was ist das? Das ist ein Heiler, ja. Sehr schön. Das heißt, der Heiler, der kann dann mal hier seines Amtes walten. Einheit wird angegriffen. Jetzt haut doch mal ab, ihr Männchen. Also wirklich. So, Freunde. Wir haben sogar mehrere. Ja, okay. Wir haben sogar 3 Stück, 4 Stück. Okay. Ja, so muss das sein. Okay, liebe Leute. Das heißt, ich denke mal, wir können jetzt hier die Spielgeschwindigkeit einmal hochschrauben. So, die Verstärkung kommen wir bitte mit. So, und dann holen wir uns nochmal weitere. So, einmal losschicken, bitte. So, auf die Scavenger-Base hier. Weil... das hier oben, das habt ihr wahrscheinlich in der letzten Folge noch gesehen, das wird happig. Das wird echt happig da oben, deswegen müssen wir jetzt hier einfach alles kaputt machen mal. Von den Scavengern. Mach diese blöde Basis kaputt. Ah, sehr gut. Danke. alles klar. Einmal sammeln und einmal neue Einheiten losschicken. Aber keinen LKW. LKW brauche ich jetzt hier nicht unbedingt. So, wartet mal. Lass uns mal gerade die Spielgeschwindigkeit kleiner machen, weil wir wissen... Ja, ich hab's mir gedacht. So, genau, wir müssen nämlich mehr Einheiten produzieren. So. So, alles klar. Das heißt, wir können hier weiter rein. Einheit wird angegriffen. Okay, und dann macht ihr alles im Arsch. So, Scavenger, euch geht's jetzt an den Kragen. Wir müssen hier alles kaputt machen. Haben noch 20 Minuten Zeit. Das könnte aber sein, dass das ausreicht. Was macht der eigentlich da vorne? Hallo, geh mal raus da aus dem Feuer. Dumme Einheit, echt. Ah, das ist aber angenehm, dass die automatisch dann in Gruppe 1 sind, die Leute. Einheit wird angegriffen. Einheit wird so angegriffen. Das macht das um einiges einfacher tatsächlich. So, wir haben hier ein bisschen Energie gefunden. So, da unten ist der letzte. Ja, sehr schön. Okay. 2 von 3 Basen zerstört. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Gegner hier oben, ne? Das wird hart. Ja, wobei, es gibt einen Hintereingang. Es gibt einen Hintereingang. den können wir auch nutzen. Oh, die sind nicht mehr in Team 1. Okay, schade. Aber, halt euch mal hoch einfach. So. Hallo, bleibt ihr mal hier stehen, sagt mal. So. Wir brauchen die Heiler. Wartet mal. Heiler, Heiler. Da ist ein Heiler. Bitte heil mal diese kaputte Einheit da oben hoch, ja? Bist du so nett? Dankeschön. Boah, die brauchen aber lange zum Hochheilen. Oh ja, währenddessen können wir unsere Verstärkung warten und hoffen, dass die 17 Minuten, die wir jetzt noch hier haben, ausreichen. Ja, Freunde, und der Grund, warum ich jetzt hier die Einheitenproduktion angestartet habe, also jetzt schaut mal, wir sind eh voll, das werdet ihr in der nächsten Mission sehen, weil ihr habt gesagt, also der Kommentar kam glaube ich auch von Mr. Retro Gamer, dass da ein Angriff kommt vom New Paradigm auf unsere Hauptbasis, den wir überstehen müssen. Ja, Ach, da sind doch noch Scavenger. Okay, ich dachte, die hätten wir erledigt hier. Was soll das denn? Ja, gut, aber die,
Die haben wir jetzt tatsächlich erledigt. So, ich hätte jetzt ganz gerne... So, ganz gerne mal eine Übersicht. So, 3 von 3 Basen. Okay, es sind noch ein paar Einheiten da. Ja, ihr seht das. So, ich habe mal die Spielgeschwindigkeit hochgeschraubt. Oh! Uiuiuiui. Ja, ihr seht das. Ja, die haben da ihr, ihr Artilleriefeuer. Ja. Einfach weiterfahren. Nicht davon beirren lassen. Einfach weiterfahren. Weil der Sitz hier hinten ist ein Weg. Ja, das reicht. Das reicht, Leute. Das haben wir geschafft hier, würde ich sagen. So, wie viele Einheiten haben wir jetzt noch von denen? So, da seht das mal. Da seht das mal, wie schnell die kaputt gehen. Ja, wenn man einfach genug Einheiten hat, ne? Ah, da gehen sie kaputt hier. Und ich glaube, wir müssen noch einmal zurückfahren gleich. Aber das sollte kein Problem darstellen. So, einfach dran vorbeifahren hier. Da ist nämlich noch ein Türmchen da. Noch ein Türmchen. Und dann müssten wir es jetzt geschafft haben eigentlich, oder? Ne, da sind noch Einheiten. Ach krass, da sind noch Einheiten. Bunkerbuster. Jo. Warum auch immer die hier Bunkerbuster stehen haben, aber ey. So. Rückkehr zur Landezone. Dann machen wir das. Und dann haben wir die Mission geschafft, Freunde. Oh mein Gott. Ja, ging am Ende relativ einfach, wenn man wusste, dass man erst hier in die Mitte fahren muss. Okay. Ja, ist ja gut. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ja, wie gesagt, Freunde, es hat ein bisschen länger gedauert mit der nächsten Folge. Es tut mir leid. Aber, ja, manchmal braucht man halt so Real-Life-Zeit, nicht wahr? Genau, dann... Ach, diese schöne Musik im Hintergrund. Ich feiere sie. So, dann haben wir die Mission nämlich geschafft. Sehr schön. Rückkehr zur Landezone. Endlich. Endlich kommen wir hier weiter. Ich kann mich erinnern, dass wir hier ziemlich lange dran gesessen haben, ne, an dieser Mission. So, reicht das, wenn eine Einheit da ist, oder müssen alle? Naja, es müssen alle. Verdammt. Noch 10 Minuten. Rückkehr zur Landezone. Ja, ist ja gut. Noch 10 Minuten. Wir haben es geschafft. Es sei denn, die backen sich hier irgendwie fest, aber das glaube ich nicht. So. Währenddessen könnt ihr die mal hochheilen, bitte. Rückkehr Danke. Zur Landezone. Na, ich glaube, jetzt gleich wird es happig. So, wir haben alles erledigt hier. Das heißt, wenn die letzte Einheit da ist, dann geht's weiter. Mit der, wie ihr sagt, das letzten Mission der Alpha-Kampagne. Oh mein Gott. Na, das kann ja heiter werden. Das kann ja echt heiter werden. Oh Mann, oh Mann. So, wir haben alle da. Wir sind alle in der Landezone. Ja, da haben wir das Missionsziel erreicht. So, sehr schön. Wunderbar. Missionsziel 20 Blumen. Okay, Cutscene. Diese Übertragung wurde vor einigen Minuten abgefangen. Sie stammt von einer Insel im Osten. Alle Gruppen beginnen mit dem Angriff auf den Feind. Er verstößt gegen die Rechte des New Paradigm. Er muss ausgelöscht werden. Jo, genau. Darauf haben wir gewartet, Commander. Hier ist unsere Chance, das New Paradigm zu besiegen und seine Basis zu zerstören. Diese Übertragungen stammen von hier. Wir orten feindliche Truppen an diesen Stellen. Sichern Sie die Landezone und richten Sie eine vorgelagerte Basis ein. Zerstören Sie anschließend die Basis des New Paradigm. Missionstimer aktiv. Oho. Also, doch noch kein großer Angriff, wa? Okay. Interessant. Aber wo sollen wir denn jetzt hier... Wir haben uns jetzt extra hier so schön aufgebaut, ne? Wo sollen wir jetzt hier... Das verstehe ich jetzt wiederum nicht.
Wo müssen wir jetzt was aufbauen? Hä? Wartet mal. Hier drin oder was? Ich meine, wir haben 83 Einheiten auf Gruppe 1. Das sollte ja wohl ausreichen. Wo bitte? So, wartet mal. Ich möchte gerne mal gucken. Info. Commander? Ja. Eintreffen übertragen, diese. Das ist die Cutscene, ne? So. Wo ist denn das jetzt? So, wir können erforschen. Schaut mal. Schwere Kanone. Oh ja. Hochexplosive Mini-Raketen. Gib mir alles davon. Hochexplosiver Antipanzer-Sprengstoff. Und hier haben wir Mischlegierung für Cyborgs. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Die meinten im Osten irgendwas, ne? Ich habe jetzt hier einfach beide meine Einheiten mal im Kreis gefahren lassen. Irgendwo im Osten. Oder, ach nein! Ich bin doch blöd. Ich bin doch echt blöd. Missionstimer aktiviert. Wir haben doch hier einen Transporter. Ach ja. Okay. Okay, dann würde ich sagen, warten wir aber erst noch, bis wir die hochheilen hier. Bis die Einheiten sich hochgeheilt haben. Und ihr könnt bitte zurück in die Basis fahren. So, ihr bitte auch. Die LKWs werde ich auch brauchen, wahrscheinlich. Weil wenn diese... Oh, macht die Energie mal wieder dahin. So. Weil wenn die sagen, wir müssen eine Basis aufbauen, dann ist, ja. Eieieiei. Der hier unten, der wird auch gerade hochgeheilt. Okay, sehr schön. Wenn die voll sind. Ja. Okay, fertig. Okay, dann los. Okay, das ist wieder so eine Mission. Okay, ich hatte jetzt mit einem Angriff gerechnet, aber okay. So, dann. Sollen wir jetzt hier warten, oder was ist jetzt hier los, oder? Verstärkungen sind verfügbar. Ach du Scheiße, 2 Minuten. Eieiei. Okay, 2 Minuten ist heftig. Wow! Okay, ich gehe wieder. Ich gehe wieder. Oh, das Wasser. Schau ich doch mal das Wasser an. Das ist ja krass. Hier gibt's Wasser. Ui, das erste Mal bei Warzone, dass wir hier Wasser sehen. Sieht krass aus. Das heißt, hier können wir dich weiter büssen nach der... Ui. Na gut. Das heißt, wir müssen da die... komm, dann... Einfach weiter drauf fahren da. So. Uiuiuiui, das ist hart. Da ist schon die erste Basis hier. Komm du mal her und reparier den mal bitte hier. Okay, oder so und, genau. Verjagt die einfach. So. Mach diese blöden Dinger hier kaputt. Diese blöden, Mörserteile. So. Und weg damit. Die hauen ab, schaut euch das mal an. Die hauen ab, die Feiglinge. So, ja dann. Wow. Okay, wir brauchen mehr Einheiten. Ich schicke jetzt einfach alles wild drauf los hier. So. Kein Heiler dabei, ne? So, jetzt hier, Krieg! Oh mein Gott. Krieg! Alter Schwede, sind das viele! Wow! Boah, wie viele sind das bitte? Sicher. Einheit wird angegriffen.
Oh, okay. Wow, was kommt denn da an? Okay, das ist viel. Das ist viel. Eieiei, das ist zu viel. Okay, wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt, wir müssen einen LKW mitnehmen. Mission fehlgeschlagen. Danke. Zum Glück haben wir gespeichert. Wir müssen einen LKW mitnehmen. Okay, ich verstehe schon. Okay, gib mir LKW. Warte, ich könnte die Energie und dann hier. So. Konstruktion abgeschlossen. Wir brauchen euch. So. Heißt, wir brauchen hier dringend Luftverteidigungslinienunterstützung. Okay. Gut, dann schicke ich erstmal ein paar LKWs vor. Ja, wenn sie die dann reinlassen, das ist ja auch noch so ein Thema, ne? So, jetzt aber. Ja, sie kommen nach und nach, kommen sie rein. Ah, oh, geht mal aus dem Weg. Ihr seid so fett. Ja gut, dann. Das heißt, wir können, wir hier und zack. Genau, und tschüss. So, das heißt, wir müssen das Ding hier absichern. Wie machen wir das denn am besten? Ich glaube... Verstärkungen sind verfügbar. Stärkung verfügbar, das heißt, die werden wir uns erstmal holen. Ich glaube aber, die dicken Einheiten. Ja. Wir brauchen dicke Einheiten. Ja, es hat sich jetzt wieder falsch angehört. Achso, und hier. Und die Sachen müssen wir alle noch erforschen. Okay. Was bauen wir denn hier am besten für Stellungen hin? Steckt der Woche mit schwerem Maschinengewehr? Ich denke einfach Mörsergruben. Mörsergruben sollten erstmal passen. So. Ich meine, wir haben ja genug Energie, von daher. Von daher sollte das passen. So, einfach zwei rein. Und dann, kann der Gegner uns mal. Wenn wir uns jetzt hier schön die Verteidigung aufgebaut haben, dann passt das. So, was können wir denn hier an... Ach, okay. So, okay. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Ah, wir haben hier noch die Mischlichierung. Okay. Dann machen wir das doch. Ja, perfekt, Freunde, perfekt. Das heißt, wir können uns hier eine Verteidigungslinie aufbauen. Forschung abgeschlossen. Da kommen unsere nächsten Einheiten. Verstärkungen sind eingetroffen. Sehr gut. Und da brauchen wir noch mehr davon. Landezone wow. Ist sicher. Gebäude wird angegriffen. Okay. Warum kommen die schon? Warum kommt ihr schon? Hallo? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Warum? Ihr könntet auch mal schießen, ne? Also es ist ja nicht so, als ob, ne? Ach ja, die da oben. Oh, nein. Die da oben habe ich voll vergessen. Geh weg. Lass bei der LKW in Ruhe hier. Boah, Leute, Leute. Ah, da klingelt auch gerade bei der Uhr. Höchst interessante Mission auf jeden Fall. Ey, richtig krass. Ja, toll. Landezone nicht sicher. Gebäude wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Na toll. Na toll. Ja, das können wir wieder vergessen, ne? Das Radarzeugs da. Ja, Landezone nicht sicher und deswegen. Ja, super. Fehlgeschlagen. Tolle Wurst. Gut, liebe Freunde, aber wir haben immerhin die andere Mission abgeschlossen. Das ist doch schon mal die Hauptsache, nicht wahr? Ja, alles klar. Gut, Freunde, da allerdings die Folge zu Ende ist,
würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, also jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.